Direkt außerhalb von Baku. Diese Feuer brennen schon seit Tausenden von Jahren. Vor 4200 Jahren sind einige Yogis aus Indien nach Griechenland gekommen. Dies ist ein Manipuraka Chakra. Dies ist eine außergewöhnliche Präsenz von Vishuddhi. Triff dich einfach in die Kehle. Das Leben von irgendwoher hat dies fast wie einen Flughafen gewählt. Sie versuchen, einen zukünftigen Menschen zu bauen. Aserbaidschan bedeutet Land des Feuers. Es gibt also Orte, an denen natürliches Erdgas austritt, aus dem Land sickert und es brennt. Diese Feuer brennen also schon seit Tausenden von Jahren. Und dieser Hindu-Tempel, der um dieses brennende Erdgasfeuer herum gebaut wurde, ist schätzungsweise über 8500 Jahre alt. Er wurde mehrmals umgebaut, aber das ursprüngliche soll etwa 8500 Jahre alt sein. Hier sind wir am Feuertempel im Aserbaidschan, direkt außerhalb von Baku. Diese Feuer brennen schon seit Tausenden von Jahren. Dies ist ein heiliger Ort. Und zwar für die alten Hindus dieses Landes und auch für die Hindus aus Afghanistan, Pakistan und dem heutigen Indien, das früher allgemein als Hindustan bekannt war, sind sie alle hierher gekommen. Dies ist wie ein anderes Kashi in Zentralasien, wohin die Menschen gekommen sind. Ein Grund ist, hier zu leben, ein anderer Grund ist, hier zu sterben. Denn dies ist eine Kultur, die erkannt hat, dass zwar ein gutes Leben sehr wichtig ist, aber ein gutes Sterben ebenso wichtig ist. Aus diesem Grund sind sie immer an einen heiligen Ort gekommen, um zu sterben, so wie auch heute noch Millionen von Menschen nach Kashi gehen, um zu sterben. Dies war einer der Orte, an denen die Kultur untergegangen ist. Aber noch immer kommen viele Tausende von Pilgern hierher, um diesen Feuertempel zu besuchen. Vor etwas mehr als 4200 Jahren sind einige Yogis aus Indien nach Griechenland gereist und errichteten bestimmte Lingas. Die als Nabel der Erde bekannt sind. Ich habe dieses Bild vor 15 Jahren irgendwo gesehen und ich erkannte sofort, dass dies ein Manipuraka Chakra ist. Und wer hat es erschaffen? Wo ist es? Dann haben sie gesagt, es ist in Delphi. Ich wollte schon immer dorthin und habe 15 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen. Denn wir haben einige Orte besucht, an denen die Lingas waren. Und die sind mehr als 4200 bis 4300 Jahre alt und immer noch lebendig. Sie haben sie ersetzt. Sie haben sie von den Originalschauplätzen genommen und in den Museen aufbewahrt. Aber sie sind immer noch im Leben. Man kann sie nicht töten. Das ist das Schöne daran. Etwas sehr Mächtiges saß hier, vor langer, langer Zeit. Die Erde ist immer noch voll davon. Nagendraharaya Trilochanaya Vasmangarakaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. Es sind drei Chakras. Also das eine ist der Nabel. Die beiden anderen sind die unterstützenden Chakren, Muladhara und Svadhisthana. Das ist eine fantastische Methode, so haben wir auch die Bhairavi gestaltet, aber in einer einzigen Form. Hier sind sie wie ein Tempel gebaut. Es gibt solche Orte in Südindien, nicht so groß, aber ein ähnliches System von Tempeln, wo man Chakren baut. Wenn man eine zusammengesetzte Form von allen drei oder allen sieben zusammensetzen muss, ist das eine viel größere Herausforderung. Aber wenn man sie einzeln aufstellt, ist es viel einfacher.
Here we are. Hier sind wir am Grand Canyon. Er hat sich über Millionen von Jahren gebildet. Und offenbar die geologische Geschichte dieses Ortes, die schätzungsweise 1,8 Milliarden Jahre zurückreicht. Im Wesentlichen ist es der Colorado River, der sich fast eine Meile tief in die Erde eingräbt. Aber hier ist der lebende Beweis dafür, welche Art von Erdbewegung im Laufe von etwa 1 Million Jahren stattfindet. Es ist absolut unglaublich, unvorstellbar. Grand Canyon. So großartig, wie er nur sein kann. Zuerst habe ich gedacht, es sind die Felsen, aber es ist der Raum selbst. Und es ist so empfindlich für die menschliche Anwesenheit und ist in der Lage, bestimmte Dinge zu erkennen über das, was wir tun. Es ist ziemlich unbegreiflich. Nur Naturkräfte. Ich bin mir sicher, dass die Eingeborenen, die für diese Dimension empfindlich sind und die definitiv sagen, dass Geister auf sie einwirken, in gewisser Weise nicht ganz Unrecht haben. Es ist der Geist der Erde. Sie sind nicht ganz falsch, aber nicht im Sinne einer Geisterfunktion. Aber es gibt eine phänomenale Menge an Energiefluss. Und nun, es gibt viele Orte, Naturgegebenheiten, die ein gewisses Maß an Energie haben. Aber das Wichtigste ist die Art und Weise, wie es auf menschliche Anwesenheit reagiert. Unglaublich. Als wir durch die Ebenen von Wyoming gewandert sind, ist mir vor allem eines aufgefallen. That stood out in my experience is Mato Tipila. Mato Tipila ist eine außergewöhnliche Präsenz von Vishuddhi. Es ist nicht nur ungewöhnlich, es ist einfach erstaunlich, dass sich so etwas manifestiert hat. Ich weiß nicht wie, aber es ist ein starkes Gefühl von Vishuddhi. So etwas habe ich außer Kailash noch nie gesehen. Nun, Dhyana Linga ist da, aber der ist von einer anderen Art, der ist zu subtil. Ich habe noch nie eine natürliche Formation gesehen, die diese Art von Vishuddhi ausstrahlt. Mato Tipila geht einem einfach an die Kehle. Es ist ein unidimensional. Da es sich hier um Vishuddhi handelt, ist es unglaublich, dass die Felsen eine sechsseitige Form angenommen haben. Jedenfalls die meisten von ihnen. Und dort steht er heute prächtig, fast wie Shivas Kehle. Es ist ein kopfloser Shiva, so sieht es aus. Diese Dimension des Lebens ist also sehr, sehr selten. Es gibt verschiedene Zentren in der Welt, die verschiedene Dimensionen aktivieren. Aber das Kehlzentrum, das so mächtig ist, gibt es kaum 2-3 Orte auf dem ganzen Globus, ich sage euch. Ich war einfach nur erstaunt, wie sehr es nachhallt mit dieser Dimension des Lebens. Es ist einfach absolut großartig. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Die Natur hat es vollbracht. In Indien schaffen wir unsere eigenen Strukturen. Wissen Sie, wir schaffen geweihte Strukturen, um diese Art von Energie wiederzuspiegeln, aber was wir machen, ist von kleinem Ausmaß. Aber hier steht es in einer so großartigen Form. Man muss nicht unbedingt in seiner physischen Gegenwart sein. Man kann sich überall mit einer solchen kraftvollen Dimension verbinden. Im See herrscht rege Betriebsamkeit. Und diese Aktivität ist, die Natur der Aktivität ist so,
dass sie nichts mit dem zu tun hat, das wir als Leben auf diesem Planeten kennen. Das ist etwas völlig anderes. Es ist zwar Leben, aber nicht so, wie wir es kennen. Ich würde Manas Sarovar nicht als spirituellen Ort bezeichnen, denn Spiritualität ist eine Sache des Menschen. Diese Wesen, wenn man sie so nennen kann, ich weiß nicht, wie wir sie nennen können, ob wir sie Wesen nennen können oder Dinge oder Kreaturen oder was auch immer. Wir haben keine Worte für Dinge oder Geschehnisse, die nicht zu unserem Erfahrungsbereich gehören. Sie gehören nicht zu dem, was wir als Leben kennen. Dies ist also nicht wirklich ein spiritueller Ort, aber irgendwie hat das Leben von irgendwoher diesen Ort gewählt, fast wie einen Flughafen. Sie landen und fliegen einfach los, landen, starten in rasantem Tempo. Und das ist einfach wahnsinnig. Dies ist nicht nachvollziehbar. Warum wird seit Millionen von Jahren ein bestimmter Fleck auf dem Planeten vom Leben genutzt, das nicht hierher gehört? Warum? Und warum am selben Ort? Und warum so lange schon? Wenn man sieht, was in Manas Sarovar passiert, könnte man vermuten, dass diese Kräfte oder diese Wesen für die Entstehung der Menschen verantwortlich sein könnten. Das ist eine Theorie. Eine andere ist, dass sie versuchen, einen zukünftigen Menschen zu bauen. Oder dies ist ihre Werkstatt, in der sie versuchen, sich einen menschlichen Körper zu bauen, um am Leben hier auf diesem Planeten teilzunehmen. Der Grund, warum Kailash immer als Aufenthaltsort vieler großer Wesen angesehen wird, liegt daran, dass viele große Wesen beschlossen haben, ihr Werk in Kailash zu hinterlegen, ihr Werk zu bewahren. Von Shiva selbst, über den ersten der Tirthankars bis hin zu zwei der größten buddhistischen Lehrer. All diese Menschen haben Kailash Parvat als den Ort gewählt, ihr Werk zu bewahren. Wenn ich von der Bewahrung des Werkes spreche, dann ist es für die meisten Mystiker auf diesem Planeten bis heute in all den Tausenden von Jahren ein großes Glück, wenn sie 1 oder 2% ihres Werkes mit den Menschen um sie herum teilen können, haben sie großes Glück. Die meisten von ihnen können nicht einmal das tun. Deshalb haben sie sich immer für einen Ort entschieden, der nicht zu sehr von Menschen besucht wird und gleichzeitig für diejenigen zugänglich ist, die ihn aufsuchen wollen. Kailash ist also ein solcher Ort. Es ist nicht völlig unzugänglich, aber es ist schwer genug, um viele Leute zu entmutigen. Es gibt viele, viele solcher Orte. Aber was das Volumen und die Vielfalt angeht, die in Kailash deponiert wurden, ist dies mit Abstand der Ort.